Ganz egal, Mallis. Nur einmal im Jahr das Motto vieler Deutschen im Urlaub. Aber werden wir Touristen in den Urlaubsresidenzen wie Ballermann vielleicht doch öfter abgezockt, als wir merken? Na, wir zahlen mehr, wir blöden Deutschen. TAF-Reporterin Nina macht den Test mit versteckter Kamera. Wer gibt mehr Geld für gleiche Dienstleistungen aus? Tourist oder Einheimischer? Abgezockt. Ja. 4 Millionen Deutsche machen jedes Jahr Urlaub auf Mallorca. Tourismus ist für Spanien enorm wichtig. Wie viel Kohle lassen die Touristen in einem Urlaub hier? 700 Euro. 500 Euro. 450 Euro. 900 Euro sind schon. 900 Euro in 5 Tagen. Das ist aber viel. Da muss das Geld ausgeben, das Geld muss unter die Leute. El Anwander lebt seit 8 Jahren auf Mallorca. Der Sprachlehrer spricht akzentfrei Spanisch und behauptet, es ist definitiv so, dass die Touristen hier mehr bezahlen als die Locals. Zahlt man als deutscher Tourist im Urlaub wirklich mehr als ein Local, also Einheimischer? TAF-Reporterin Nina wird sich auf Mallorca als deutsche Touristin ausgeben und den Test machen. Und zwar im Duell mit dem auf Mallorca lebenden Sprachlehrer. Wen wird ein Tag auf Mallorca mehr kosten? Urlauberin oder Einheimischen? Du musst auf jeden Fall viel mehr bezahlen, weil du als deutsche blonde Touristin ein gefundenes Fressen hier auf Mallorca bist. Meinst du? Absolut. Erster Check, Flughafen Palma de Mallorca. Täglich landen hier ca. 800 Maschinen voller Touristen. Ihr Urlaubstag beginnt am Taxistand. Zahlt Nina als Touristin mehr für die gleiche Fahrt zum Plaza España als Al? Der amüsiert sich zumindest mit seiner Taxifahrerin, natürlich in der Landessprache. Mucho menos trabajo. Sí. Währenddessen gibt sich unsere Reporterin Mühe, wie eine typisch deutsche Touristin zu wirken. Deutsch? Plaza España. Plaza España. Eine Masche der Taxifahrer, mehr Geld zu verdienen, ist es, die ortsunkundigen Touristen mit Umwegen zum Zielort zu fahren. Ninas Taxifahrer fährt zwar den richtigen Weg, erhebt dann aber beim Bezahlen eine angebliche Gebühr. Bloß Flughafengebühr, okay? Wir konfrontieren den Taxifahrer. Ist der Preis für Touristen und Spanier der gleiche? 18, 19 Euro, ja. Gleicher Preis für jeden? Ja, für jeden. Egal, ob Spanier oder Tourist? Ah, no comprende. Versteht er jetzt nicht. Währenddessen kommt auch der Einheimische am Plaza España an. Tja, also ich habe fast 20 Euro bezahlt, bin aber in der gleichen Zeit, glaube ich, angekommen wie du. Ja? Richtig. Was hast du bezahlt? 16 Euro habe ich gezahlt. Nein, warum? Ja. Es hieß bei mir, dass ich eine Airport-Tax draufzahlen müsste. Ach, für 7 Euro. Sie hat bei mir noch aufgerundet. Ich hätte, glaube ich, nur 15,50 Euro gezahlt insgesamt. Nee. Ich hätte aber auch 16 Euro aufgerundet. Abgezockt? Ja. Voll abgezockt? Absolut. Nina hat für die gleiche Taxifahrt 3 Euro mehr für eine Flughafengebühr bezahlt, die es natürlich nicht gibt. Der Einheimische zahlt nur 16 Euro fürs Taxi. Im ersten Check holt Al den Punkt. Und zahlt man als deutscher Tourist auch mehr für seinen Strandtag? Am Lieblingsreiseziel der Deutschen, dem Ballermann auf Mallorca, machen wir den Check. Wer zahlt mehr für Strandliege, Getränke und Co.? Unsere Reporterin als deutsche Touristin oder Al als Spanier? Kaum hat Nina ihr Strandtuch auf einen Liegestuhl gelegt, wird sie abkassiert. Aber es ist doch nur der halbe Tag. Muss ich den ganzen bezahlen? No English? English, no. Kein Englisch? Deutsch? No? Okay. Also 10,70 Euro für eine Liege für einen halben Tag finde ich extrem teuer. Aber die verstehen doch nicht mal Englisch, geschweige denn Deutsch. Also von daher kann man da auch am Preis nichts machen. Muss man bezahlen. Na, zahlt der Spanier auch den vollen Tagespreis? El jefe, el chef. No, ahora se paga mucho impuesto. Ah, er meinte, die zahlen viele Steuern und deswegen können sie es nicht machen. Also muss ich jetzt 10,70 Euro für eine Liege und einen Schirm bezahlen. Für die Strandliegen zahlen Touristen und Einheimische schon mal den gleichen Preis. Spanien hat mittlerweile 26% Arbeitslosigkeit, bei Jugendlichen sogar 50%. Kein Wunder, dass unsere Reporterin, die sich als deutsche Touristin ausgibt, pausenlos von Strandverkäufern belagert wird. Dabei haben die Lebensmittelverkäufer eine clevere Masche entwickelt, Touristen zum Kauf zu nötigen. Denn bevor Nina den Preis für die Melone überhaupt erfährt, wird ihr schon ein Stück abgeschnitten und in die Hand gedrückt. Wie viel? 7. 7?
7 Euro für ein Stück Melone. 3 Euro. 5 für ein Stück. Teuer. Ein Stück für 5 Euro. Aber ich hab's ja schon. Tja, da muss Nina wohl in den sauren Apfel bzw. die Melone beißen. Und zwar für überteuerte 5 Euro je Stück. Das kann dem Einheimischen nicht passieren. Er kennt die Masche der Melonenverkäufer und schickt sie entweder gleich weg oder versucht mit seinem akzentfreien Spanisch am Preis zu falschen. Quanto vale? 3 Euro für ein Stück willst du? Das ist viel zu teuer. Der Verkäufer zieht verärgert ab. Nina wird direkt wieder Opfer der Masche. Diesmal drückt ein Getränkeverkäufer unserer Reporterin eine Cola-Dose einfach in die Hand. Bereits geöffnet. Ja, aber halt nicht. Ich weiß noch gar nicht, was es kostet. Hat er schon aufgemacht. Was kostet das denn? 3. Ja, jetzt nur. Okay, aber ich will es vielleicht doch nicht. Aber ich weiß ja nicht, was es kostet. Also er hat es erst aufgemacht und dann muss ich bezahlen. Die aufgezwängte Cola zahlt Nina, um keinen Ärger zu provozieren. Wieder kann Al mit seinem Sprachvorteil punkten. 1,30, okay? Heimvorteil. Al zahlt für seine Cola 1,30, Nina 3 Euro. Deutschen werden im Ballermann nicht nur Käufe aufgezwängt, sondern man zahlt auch, außer für die pauschal berechnete Strandliege, bei Getränken und Früchten den doppelten Preis im Vergleich zum Spanier. Am Strand hat unsere Reporterin draufgezahlt. Gilt das auch für Souvenirs? Zahlen Einheimische und Touristen denselben Preis für einen Bikini auf dem Wochenmarkt? Al als Spanier mit dem Verkäufer macht Späße über die Körbchengröße. Nina versucht auf Deutsch den Preis runterzuhandeln. Vergeblich. Hat Els Sprachvorteil ihm auch einen Preisvorteil verschafft? Da habe ich 15 Euro bezahlt. Ich habe ihn auf 13 Euro runtergehandelt. Auch bei den Souvenirs hat Nina mehr bezahlt als der Spanier. Den gleichen Bikini hat Al immerhin 2 Euro günstiger ergattert. Fazit im Urlaubskostencheck. Unsere Reporterin als deutsche Touristin hat an einem Urlaubstag auf Mallorca mit 53 Euro immerhin 12 Euro mehr als der Spanier bezahlt. Vor allem bei Getränken und Früchten am Strand wurde Nina ganz schön abgezockt. Also auch wenn ich als deutsche Touristin hier für meinen Urlaub definitiv mehr bezahlt habe als der Einheimische, am Abend sind wir doch alle gleichberechtigt, weil es wird immer aus einem Eimer getrunken, oder? Richtig, Male für alle. Ole. Also auch wenn wir als Touristen im Urlaub etwas draufzahlen, nur nicht ärgern, denn schneller als uns lieb ist, heißt es wieder... Ärgert, ich muss jetzt halt zu meiner Arbeit noch. Na dann, frohes Schaffen.